Was geht ab, liebe Leute? Willkommen zurück zu Witcher 3. Wir machen jetzt weiter. Steigen jetzt auf Plötze auf. Und suchen jetzt in Hydefelde nach dem Agenten. Ja, genau das machen wir jetzt. Und irgendwie nach einem scheiß Schmied. Ich habe jetzt nicht nochmal geguckt im Inventar, mein Gott, ob ich vielleicht doch irgendwas zum Reparieren habe. Ich bin immer noch der Meinung, aber egal. Scheiß drauf. Oder was hatte ich mir denn bei diesem Einhändler gekauft? Ich weiß es echt nicht mehr. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Gehärtetes Leder. Guck mal, das können wir, da können wir uns nicht schon aus den Gegenständen irgendwie eine eigene Rüstung bauen oder sowas. Ich habe nämlich letztens mal ein geiles Bild gesehen von Geralt in einer Bärenrüstung oder sowas ähnliches. Schon von den kranken Schwarzen gehört, die nach Temerien geschickt werden. Langsamer. Hocken sollen ganze Dörfer bei Visima infiziert haben. Die Kranken wurden aufgeschlitzt, als sie noch geatmet haben. Nur die Götter werden das nicht ungesehen lassen. Niemals. Okay. Ja, wie gesagt, ich habe da ein Bild gesehen von ihm in so einer Bärenrüstung oder sowas. Und das hatte dann mehrere Stufen. Und das hatte wiederum dann was Geiles, dass mit den Stufen sich die Rüstung nochmal verändert hat. Das hat mir zum Beispiel bei einem Dark Souls oder sowas gefehlt. Da hast du ja auch hart gekämpft für die Rüstung, damit du die herstellen kannst. Aber die sahen dann immer gleich aus. Auch so Schwerter oder sowas, wenn du vielleicht Schwerter aufleveln kannst, dass die vielleicht eine kleine Kleinigkeit haben, die sich ändert oder sowas vom Aussehen her, dass man das auch erkennt. Ey, cool, der das und das krass ist am Start. Und das ist anscheinend hier mit drin, was ich sehr, sehr komische geil Luft, finde. Als ginge man an einem heißen Tag in einen tiefen Keller. Und der Nebel. Runter, 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 runter! Geh weg! Lass mich zufrieden, wer immer du bist! Verschwinde! Beruhige dich, es ist vorbei. Ja, alles vorbei, alles hoffnungslos, das vergesse ich nie. Ich suche einen Mann namens Hendrik. Er soll in diesem Dorf leben. Ja, das hat er. Jetzt nicht mehr. Sie haben ihn in dieser Hütte erwischt. Wenn du seine Schreie gehört hättest, wie ein Mann schreien kann, wie er leiden kann. Erzähl mir, was passiert ist. Jedes Detail. Sie haben sie alle erwischt. Die Sonne ging unter und die Dämmerung färbte sich blutrot. Ich dachte nur, seltsam, die Kröten haben aufgehört zu quaken. Ich weiß nicht, was geschehen ist. Nur Schrecken überall. Hendrik schrie. Dann flehte er.
Am Ende hörte ich nur noch Stöhnen. Einfach großartig. Die Geister waren hier nur kurz. Dennoch hat Frost das Dorf umhüllt, wie im Herzen des Winters. Warst du in der Hütte, als sie fortritten? Nein, da setze ich keinen Fuß rein. Nie! Lebe wohl. Finde deinen Frieden. Oh Mann, ey, schon wieder die wilde Jagd, die hier unterwegs war. Die Frage ist allerdings, wie sind sie auf den gekommen, ey? Wie sind sie auf den gekommen, wo er wusste, dass er vielleicht mit uns zusammenarbeiten wird? Haben die das im Vorhinein gewusst und deswegen wollten die den schon mitnehmen? Ich weiß es nicht. Also für die Leute, die noch nicht genau wissen, was die wilde Jagd ist, deswegen auch der Untertitel, die Leute sind die wilde Jagd. So könnte man das sagen. Ja, doch. Na gut. Warte, ganz kurzer Unterbrechung. So. Er wurde gefoltert. Vielleicht haben sie etwas übersehen. Mal seine Taschen durchsuchen. Ganz steif, als hätte sie jemand im Winter zum Trocknen rausgehängt. Vielleicht ist etwas in seiner Jacke. Verdammt, er ist kalt wie Eis. Nichts hier. Mal in die Stiefel schauen. Geronnenes Blut. Ein Schlüssel versteckt in seinem Stiefel. Muss zu einem Schlüsselloch passen. Hoffentlich ganz in der Nähe. Das hier vielleicht. Da ist das Versteck von dem. Ein Luftzug. Da muss ein Spalt unter den Trümmern sein. Ich sollte wohl etwas aufräumen. Na komm. Kann man nicht die Leiter irgendwie anvisieren? Ich kann nichts machen. Ich kann die Kamera auch nicht nach unten drehen. Das ist ja, okay. Ja, was soll ich machen, wenn ich nicht die Kamera runterdrehen konnte? Egal. Heul nicht rum jetzt hier. Kurz meditieren. Kurz meditieren hier. Vermisst. Tamara Strenger, Tochter des blutigen Barons, vermutlich entführt. Großzügige Belohnung für denjenigen, der sie findet oder zurückbringt. Aha. Was ist hier los, sag mal? Warum werden denn von allen wichtigen Leuten die Kinder geklaut, weggenommen, entführt? Das wird aber bestimmt noch wichtig sein. Da können wir bestimmt irgendwie den Baron unter die Arme greifen. Ein Bestandsbuch. Bezahlung für einen Getreidesack. Fälliger Betrag für eine Ladung Holzkohle. Hendrik tarnte sich als Händler. Was ist das? Notizen zwischen den Einträgen. Schlau. Interessante Überschriften. Vermisst und gesucht. Subjekt in Skellige und auch in Novigrad gesichtet. Aussehen unverändert. Aschgraues Haar. Gesicht mit Narbe.
meidet den Kontakt mit anderen. Betrunkenes Schwein, der sogenannte Baron, brachte das Subjekt in seiner Burg unter, oder besser, in seiner widerrechtlich besetzten Festung. Grund unbekannt. Sprich mit dem Baron in Krähenfels. Kampf mit einer Hexe. Das Subjekt landete im Sumpf und trat einer Hexe entgegen. Es kam zum Streit, Ursache unbekannt. Finde die Hexe. Rede mit den Bauern in Mittelhain. Vorsicht ist angebracht. Ich werde beobachtet, von wem und warum auch immer. Verstörende Hinweise. Der Hund ist weggelaufen. Wasser im Eimer ist festgefroren. Seltsames Glühen am Himmel beobachtet. Schlechtes Omen, sagen die Bauern. Sie haben mitbekommen, dass Hendrik nach Ciri sucht. Darum die Folter. Ich bin zu spät. Mein einziger Hinweis, der Baron. Und eine Hexe. Verdammt. Alles klar, da haben wir es doch auch schon. Also doch, direkt zum Baron. Ja, ich helfe dir. Hey, 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 oh. Ich helfe dir. Hey. Ich helfe dir, aber finde erst meine Tochter. So wird es enden, oder Leute? So wird es enden, natürlich so wird es enden. So, gibt es hier irgendwas Interessantes mitzunehmen? Die brauchen es ja nicht mehr, oder? Ja. Was sollen wir machen, ne? Wo ist denn hier die Tür, ey? Hallo, hallo, Kamera. Hallo, ich stecke fest. Oh, scheiße, ich stecke fest. Ich stecke fest! Boah. Ist das die Tür? Wo ist denn die Tür für die Hütte, ey? Sag mal, bin ich dumm? Egal. Gibt's hier eine Tür? Oh, was ist das denn? Da würde ich doch ganz gerne mal hingehen. Ist doch irgendwas Rotes wieder auf dem Radar zu sehen, aber was? Ein scheiß Vogel oder sowas? Da war doch gerade irgendwas Rotes auf dem Radar. Verlassener Turm. Wie kommt man denn da rauf, so? Egal. Zumindest haben wir jetzt eine neue Markierung. Das ist ja auch okay. So, warte mal. Wir müssen dorthin. Na gut, da bleibt nichts anderes übrig, als hinzureiten. Plötze, komm her. Ja, Alter, diese verdammten... verdammte wilde Jagdtypen. Ich muss da immer auf jeden Fall immer an die Nazguls denken, wenn sie auf der Jagd nach Frodo sind. So auch von der Intention, sag ich mal, ey, wir kommen dich holen, weil du genau das hast, was wir wollen. Ist schon ziemlich geil gemacht, muss ich sagen. Auch bisher diese eine Andeutung mit dem Drachen, der auf Gold liegt und alles, das ist schon ziemlich geil.
Und es muss doch mal langsam hier irgendwo ein Schmied sein. Ich meine, bei der Burg vom Baron bestimmt, aber vorher doch auch eigentlich. Wow, wow, wow. Denkst du dir? Mann, es dauert immer so lange, bis der vom scheiß Pferd runtergeht. Du sollst nicht genau den falschen greife ich wieder an. Lay, 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 lay. Ja, irgendwie schon, ne? Jetzt schlag den nochmal tot hier. Was ist los mit dir? Wer bist du, Alter? Der da. Ach du Kacke, ey. Holt schon wieder seinen Bogen raus. Ausweichen, ausweichen. Zielt auf seine Augen. Alter. Verdammter Ziegenficker. Oh Leute, Moment. So Leute, machen wir weiter. Jetzt kriegt der letzte auch noch auf die Schnauze. So. Kleinen Pisser, ey. Ich wollte es ja nicht anders. So, jetzt nehme ich hier noch alles schnell mit. Zack. Ruhig, Plötze, ruhig. Kohle. Kleine Igni-Gliefe. Was ist das? Versteckt ist mein Zauber? Das wäre geil. Ein Schema Jägerhose. Kavalierstiefel. Geil. So, was gibt's hier noch mitzunehmen? Geile Sache, ey. Gute Beute, würde ich sagen. Und Kerzen, ey. Hammer, ja. Alles klar. Kurze Meditation-Phase. Dann ins Inventar gehen. Stiefel abchecken. Sind die besser als meine? Sind sie? Anziehen. Haben wir noch ein besseres Schwert gefunden. Was ist denn dieses rote Zeichen jetzt da? Das sieht aus wie so ein Hammer, ey. Weiß nicht. Voll viele Äxte gefunden, aber die sind alle scheiße. So, was ist das denn hier? Aha, tatsächlich. Ah. Ah. Da brauchen wir also eine Waffe mit Sockel. Aha. Das wäre ja eigentlich unser Hauptschwert. Aber wir müssen es endlich mal reparieren lassen. Nun gut. Auf geht's. Hat's schon gelohnt, ey. Nur Stiefel einfach gefunden. Obwohl ich die Grundrüstung, die wir jetzt gerade anhaben... Moment, Moment, was ist das genau? Kann man hier irgendwas machen? Hm. Obwohl ich die Grundrüstung... Ah, cool, guck
guckt euch das mal an, Jungs. Die Grundrüstung, die wir gerade anhaben, finde ich eigentlich ganz geil. Was heißt eigentlich ganz geil? Ich finde sie geil. So. Alles klar. Krähenfels. Verriegelt die Türen. Versteckt die Kinder. Schnell, des Barons abgeschlachtet. Oh shit, ich hab jetzt hier schon einen Namen, oder was? Die wissen, was Sache ist. Beweg dich. Er wollte es wirklich riskieren, Jungs? Alter, zauber doch mal jetzt endlich. Starke Angriffe. Zack, und weg. Ich hab's nicht herausgefordert. Sehr gut, ich mach doch gar nichts. Also jetzt nicht mehr. Beim nächsten Mal, Leute. Denn das war's jetzt erstmal für diesen Part. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich finde auf jeden Fall die Cutscene zum Beispiel, wo die wilde Jagd da aufgetreten ist, die Leute da. Sau geil gemacht, ey. Das hat schon echt Style. Kann ich das hier anzünden oder so? Ja, cool. Kann ich. Yes. Alles klar, Ghetto-Feeling, Leute. Alles klar, haut hier rein. Macht's gut. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Wir hören uns beim nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.